Hallo, meine Lieben, seid alle recht herzlichst gegrüßt. In meinem letzten Video hatte ich euch einen kleinen Auszug aus meiner Arbeit gezeigt. Es sollte bewirken, dass ihr absolut keine Ängste haben braucht, wenn ihr euch zu einer Hypnosesitzung entschließt. Und dabei sind wir schon in dem Thema Ängste. Und Ängste gibt es in unserem Leben zuhauf. Darauf möchte ich noch einmal kurz eingehen. Es gibt vielerlei Ängste, bei groß und klein. Und das ist keine Sache des Alters. Ängste leben in uns und wir ignorieren sie zu oft oder zu lange. Das muss nicht sein, denn dadurch werden sie nicht kleiner. Im Gegenteil. Gerade für die Personen, die eventuell jetzt in einer Weiterbildung sind und diverse Prüfungen vor sich haben, ist es wichtig, sich von den Ängsten zu befreien. In so einem Fall ist eine Hypnose sehr, sehr hilfreich. Das gilt auch für Personen, die vor vielen Menschen einen Vortrag halten müssen. Die Angst, das Lampenfieber vor dem Auftritt, die Angst zu versagen, zu stottern, Angst zu haben, man bringt den Vortrag nicht richtig rüber, weil man unsicher ist. So könnte ich fortfahren mit den Aufzählungen, wovor jemand Ängste hat. Doch die Lösung ist ganz einfach. Sie lautet Hypnose. Stelle dich deinen Ängsten. Du kannst sie besiegen mit meiner Hypnosetherapie in einer Hypnosesitzung. Für dich gilt nur, ich will frei sein von meiner Angst. Sage mir deine Angst, ich kann sie dir nehmen. Rufe mich unter dieser Telefonnummer an, die ihr hier unten seht. Das nächste Hypnosethema ist die Kinder- und Jugendhypnose. Hört es euch an. Auch ihr lieben Eltern, hört es euch an. Und bis dahin, alles Liebe, eure Deria.